Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um den aktuellen Stand der EEG 2021-Novelle am 16. Dezember 2020, denn wir haben einen neuen Stand. Ich weiß gar nicht, wie viele Videos ich jetzt schon zum EEG 2021 gemacht habe und wie viele Videos ich eigentlich noch theoretisch hätte machen können, aber es gab halt ganz schön viele kleine Entwicklungen und Irrtümer und Streitereien rund um eben die Weiterentwicklung des EEG 2021. Wir haben ja schon vor Monaten die ersten Entwürfe aus den Ministerien gesehen, dann Regierungsentwurf, dann Bundesrat hat sich dagegen entschieden und dann kam man nicht so richtig voran und es gab wohl doch Kompromissfindung, denn aktueller Stand. Ich nehme das Video jetzt am 16. Dezember auf. Gestern am 15. Dezember hat der Bundestagsausschuss für Wirtschaft und Energie sich damit beschäftigt, die EEG Neufassung, die sich jetzt auch geändert hat, es gibt einen neuen Entwurf, zu diskutieren und dort eine Beschlussempfehlung zu fassen. Da gucken wir gleich rein. Und morgen, am 17. Dezember 2020, also je nachdem, wann ihr euch das Video anschaut, ist es schon passiert, diskutiert der Bundestag jetzt über das EEG und beschließt es gezwungenermaßen. Denn wir brauchen zum 1. Januar 2021 ein neues EEG. Wir haben verschiedene Regelungen, die laufen jetzt definitiv am 31. Dezember 2020 aus. Und wenn wir kein neues Gesetz jetzt beschließen, dann werden zum Beispiel ganz alte EEG-Anlagen, die jetzt seit 20 Jahren in der Förderung waren, einfach aus der Förderung fallen. Da kann man auch nichts dran ändern. Das Gesetz sagt es eben so. Und wir müssen jetzt, 2 Wochen bevor es soweit ist, diesen Beschluss also durch den Bundestag kriegen. Und dementsprechend sprechen wir jetzt mal in diesem Video nur ein bisschen darüber, was hat sich vor allem geändert. Ich kann euch auch gar nicht alle Details sagen, weil ich habe diese Dokumente auch gerade eben erst runtergeladen und bin dementsprechend noch gar nicht wirklich durch. Aber wir schauen uns mal ein paar Sachen an, die auch ganz offensichtlich sind. Und ansonsten verlinke ich euch das und ihr könnt selbst reinschauen. Und natürlich, sobald der Beschluss durch den Bundestag gegangen ist, werden wir dann auch nochmal hier auf dem Kanal und an ganz vielen anderen Stellen darüber reden, was sich jetzt tatsächlich im EEG 2021 so alles getan hat. Es werden jetzt also am 17. Dezember, Donnerstag, frühs um 9 Uhr der Tagesordnungspunkt zum EEG aufgerufen und dort dann verschiedene Vorlagen besprochen oder beschlossen. Es wird dann natürlich nochmal verschiedene Rederechte geben, aber im Großen und Ganzen ist klar, was beschlossen wird, denn der Wirtschaftsausschuss hat es schon gemacht. Es gibt verschiedene Anträge und Gesetzesentwürfe. Wir gehen mal ganz schnell durch. Es gibt zum Beispiel den Antrag von den Linken, Titel Ökostromausbau zukunftsfähig gestalten. Da geht es darum, in den EEG-Ausbauzielen einen Bruttostromverbrauchanteil von mindestens 80% erneuerbaren Energien festzulegen. Aber dieser Antrag soll auf Beschluss, Vorlage oder Empfehlung des Wirtschaftsausschusses abgelehnt werden, womöglich einfach, weil er von den Linken kommt oder warum auch immer. Gehen wir mal weiter. Es gibt dann 2 Anträge, einmal AfD, einmal FDP. AfD sagt im Großen und Ganzen keine Nachfolgeförderung für alte Anlagen nach dem EEG. Das heißt, alte Anlagen sollen auf keine Weise mehr als EEG-Anlagen gesehen werden und sollen praktisch genauso behandelt werden wie normale konventionelle Anlagen, wie fossile Anlagen. Das ist deren Vorschlag. Und die FDP hat hier den Titel langfristige Stromlieferverträge für den ungeförderten Zubau und Betrieb von erneuerbaren Energien nutzen. Also da geht es ein bisschen um PPAs. Die wollen so ein bisschen umso schneller den echten freien wirtschaftlichen Markt für die erneuerbaren Energienanlagen haben, als es wahrscheinlich realistischerweise passieren wird. Beide Anträge haben hier wieder die Beschlussempfehlung Ablehnung des Antrags und Ablehnung des Antrags. Das heißt, ihr habt jeweils die Vertreter im Wirtschaftsausschuss aus der Regierungsfraktion und aus den jeweils anderen Oppositionsfraktionen haben gesagt, nö, wollen wir nicht. Und dementsprechend wird das so mit äußerster Wahrscheinlichkeit auch im Bundestag identisch beschlossen. Dann gehen wir mal weiter. Diese beiden vorigen Drucksachen findet ihr unter Drucksache 19-25300 und 301. Und jetzt das große Dokument, das ist die 302, also 19-25302 vom 15. Dezember. Das ist jetzt die Beschlussempfehlung des Ausschusses für die beiden Gesetzesentwürfe, denn es gibt einen alternativen Gesetzesentwurf von der AfD, der im Großen und Ganzen sagt, Abschaffung des EEG für Anlagen, die jetzt zum 1. Januar 2021 in Betrieb genommen werden. Das heißt, auch keine Neuförderung, gar keine. Also im Prinzip EEG abschaffen ab Januar 2021. Ich spoilere schon mal, zu diesem Gesetzesentwurf hat der Wirtschaftsausschuss auch gesagt, bitte nicht annehmen. Und zum anderen, zum Gesetzesentwurf der Bundesregierung,
Einschließlich neuer Änderungen gibt der Wirtschaftsausschuss die Beschlussempfehlung, das anzunehmen, morgen im Bundestag. Ihr findet dann hier in diesen Dokumenten immer so diverse Hinweise. Hier zum Beispiel Annahme des Gesetzentwurfs der Bundestagsfraktion und Ablehnung des Gesetzentwurfs der AfD. Ganz interessant, im Wirtschaftsausschuss wurde jetzt der Regierungsentwurf mit den Stimmen der CDU, CSU und SPD vorgeschlagen als Beschlussfassung gegen die Stimmen aller Oppositionsfraktionen. Das heißt, alle anderen sagen, diese Gesetzentwürfe, jetzt aktueller Stand, EEG, finden wir nicht cool, aber CDU, CSU und SPD werden das natürlich mit ihrer Mehrheit im Bundestag morgen auch so durchdrücken. Dann gibt es hier die typischen Hinweise, Erfüllungsaufwand für verschiedene Aspekte der Gesellschaft. Das sind dann immer nur Sachen, die einen interessieren sollten, wenn man sich tiefergreifend mit Gesetzen und Gesetzesgebung beschäftigen möchte. Im Großen und Ganzen steht es hier, der Bundestag soll das also beschließen mit diversen Begründungen. Der andere Entwurf ist abzulehnen. Und dann kommt ab Seite 12 der wirklich interessante Teil. Denn hier ist die Zusammenstellung des alten Entwurfs auf der linken Seite und der neuen Änderungen auf der rechten Seite. Und wir werden gleich sehen, was das bedeutet. Das, was wir jetzt schon kennen als Regierungsentwurf von vor einigen Wochen, ist jetzt ergänzt und teilweise auch verändert worden. Und genau diese veränderte Fassung, also alle Veränderungen, die jetzt hier rechts stehen, mit einbegriffen, werden das neue EEG dann sein. So. Und wenn man jetzt hier so durchscrollt, und das sind jetzt über 200 Seiten, machen wir jetzt natürlich nicht in diesem Video, das wird zu lang. Aber wenn man hier so durchscrollt, sieht man eben die Sachen, die jetzt eben so beschlossen werden müssten. Das ist transparent, das kann man sich durcharbeiten, aber es sind 200 Seiten. Ja, selbst ich habe es jetzt noch nicht vorher gemacht. Heißt, das ist halt nicht so einfach und transparent und durchschaubar, wie man es vielleicht wirklich gerne hätte. Aber nachdem es jetzt beschlossen sein wird im Bundestag, werden wir natürlich, aber auch die Fachpresse und diverse andere wichtige Content-Creator der Energiewirtschaft sich dazu natürlich äußern und werden das zusammenfassen und einordnen, machen wir auf jeden Fall auch. Also abonniert schon mal den YouTube-Kanal hier, wenn ihr das in Zukunft noch sehen wollt. Ihr seht jetzt hier am Anfang zum Beispiel schon mal, dass die Artikel teilweise schon anders sind. Und was jetzt morgen beschlossen wird, ist ein Artikelgesetz, was bedeutet, dass es verschiedenste Gesetze und Verordnungen anpasst und vor allem eine hauptsächliche Neufassung des EEGs macht. Heißt aber auch, dass hier zum Beispiel jetzt zwischengeschoben wurde, eine Änderung der Herkunfts- und Regionalnachweisgebührenverordnung. Das ist Artikel 14. Das heißt, Artikel 14 dessen, was morgen beschlossen wird, ist eine Änderung einer Verordnung. Ihr seht in Artikel 13 zum Beispiel, das ist die Herkunfts- und Regionalnachweisdurchführungsverordnung und neu 14 ist die Gebührenverordnung. Da gibt es jetzt auch Änderungen oder Anpassungen, die man im Detail sich im weiteren Verlauf auch anschauen kann. Das heißt das aber, es sind hier Sachen dazwischen geschoben. Das heißt, die Nummerierung der Artikel für die diversen Änderungen von diversen Gesetzen und Verordnungen hat sich jetzt geändert. Wer das also schon mal für sich irgendwo aufgestellt hatte, muss beachten, es gibt jetzt eine andere Artikelnummerierung, weil es ein paar dazwischengeschobene gibt. Wie hier eben Herkunfts- und Regionalnachweisgebührenverordnung, Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz, Gebührenverordnung, Änderung des Windenergie-auf-See-Gesetzes, Änderung des Kohleverstromungsbeendigungsgesetzes, Änderung des Gesetzes zur Reduzierung und zur Beendigung der Kohleverstromung und zur Änderung weiterer Gesetze. Da gibt es also nochmal Anpassungen, die jetzt über den morgigen Beschluss kommen werden. Und dann kommen hier die Details. Also dann seht ihr praktisch auf Seite 14 die einzelnen Anpassungen und anderem hier am Anfang natürlich die Inhaltsübersicht. Ihr seht schon das meiste unverändert und verändert und plötzlich neue Punkte. Hier zum Beispiel Angaben in diesen Paragraphen werden wie folgend gefasst. Löschen von Zuschlägen für Solaranlagen des ersten Segments. Erstes Segment, zweites Segment, drittes Segment sind auch Themen, die haben wir schon mal in einem anderen Video ein bisschen aufgenommen. Das sind jetzt Unterscheidungen oder Kategorisierung von zum Beispiel Solaranlagen, die in den Ausschreibungen dann nachher wichtig sind, weil manche Segmente für manche Ausschreibungen eben nur vorgesehen sind oder auch zum Beispiel teilnahmepflichtig sind. So, und dann gibt es jetzt hier verschiedene Änderungen. Hier zum Beispiel sehen wir das zweite Segment, wo dann verschiedene Regularien für die Ausschreibungen geändert worden sind. Hier gibt es dann teilweise nur Formulierungen, die sich angepasst haben. Hier zum Beispiel Verlängerung des Vergütungszeitraums bei negativen Preisen, Herstellung von Wasserstoff in stromkostenintensiven Unternehmen
ist eine Änderung, Verkehrsunternehmen mit elektrisch betriebenen Bussen im Linienverkehr, also ÖPNV mit Elektrobussen, gibt es zum Beispiel hier Anpassungen. Herstellung von grünem Wasserstoff gibt es hier Anpassungen, was auch ganz sinnvoll ist. Es gab jetzt erst wieder eine neue Studie, ich meine, von Greenpeace Energy ist sie veröffentlicht worden, aber wo trotzdem auch inhaltlich absolut so wahrzunehmen, dass grüner Wasserstoff der einzige wirklich günstige und wirtschaftliche Weg ist, auch über die nächsten Jahrzehnte hinweg Wasserstoff herzustellen. Das heißt, dieser blaue Wasserstoff, der aus der CO2-Abscheidung aus Erdgas hergestellt wird. Erdgas ist ja ein Kohlenwasserstoff. Wenn man den Kohlenstoff rausnimmt, bleibt dann Wasserstoff übrig. Wenn man das macht, ist das deutlich weniger wirtschaftlich, als das Ganze aus überschüssigen erneuerbaren Strom durch die Wasserelektrolyse herzustellen. Heißt, es gibt jetzt auch genügend Quellen, die sagen, Erdgaswasserstoff lohnt sich nicht, grüner Wasserstoff aus Überschussstrom lohnt sich. Und genau hier gibt es wohl jetzt auch schon ein paar weitere Regularien rund um eben genau diese, Art der Wasserstoffherstellung. Die Details habe ich mir zugegebenermaßen aber auch noch nicht anschauen können, weil es echt einige Sachen sind in diesen über 200 Seiten. Schaut euch das wirklich am besten auch selbst an bei den Themen, die euch am meisten interessieren. Anpassungen rund um den Marktwert, das zum Beispiel hier ist die Formulierung der Wert, der für die Vergütung nachher ausschlaggebend ist, wird immer auf Grundlage von verschiedenen Indikatoren gezogen, zum Beispiel Indikator Spotmarktpreis. Und dieser ist jetzt ein bisschen anders definiert, nämlich bezieht er sich auf die Orderbücher aller Strombörsen in der vortägigen Auktion von Stromstundenkontrakten. Stromstundenkontrakten während in der vorigen Formulierung Stromkontrakte, nicht Stundenkontrakte stand. Das kann theoretisch auch tatsächlich dann andere Werte hervorbringen, weil wir ja nicht nur Stundenkontrakte an den Börsen handeln, sondern auch verschiedenste andere Energieprodukte. Und dementsprechend ist das hier durchaus dann auch etwas, was womöglich Änderungen auf Werte mit sich bringt. Ansonsten sehen wir dann hier verschiedenste Änderungen. Wir müssen mal ein bisschen auch durchscrollen und schauen, ob wir was wirklich richtig Greifbares finden, weil vieles ist so verklausuliert, dass ich das eben auch erstmal richtig durcharbeiten müsste. Teilweise geht es zum Beispiel um das Thema der Einbaupflicht von Smart Meter, also intelligenten Messsystemen mit Gateways für Einspeiseanlagen. Da gab es ja lange die Diskussion. Sollen die eingebaut werden ab 7 Kilowatt Einspeisekapazität? Sollen die eingebaut werden ab 1 Kilowatt Einspeisekapazität? Das sind alle schon verrückt geworden, weil zu Recht die kleinen Anlagen, die können gar nicht genügend erwirtschaften, dass sich diese Infrastruktur der Smart Meter überhaupt lohnt. Und hier sehen wir zum Beispiel in der alten Formulierung, installierten Leistung von mehr als 1 Kilowatt. Und blablabla muss halt ein intelligentes Messsystem rein. Und jetzt sehen wir hier, vorbehaltlich abweichende Vorgaben, blablabla, müssen Betreiber von Anlagen mit einer installierten Leistung von mehr als 25 Kilowatt und Betreiber von Anlagen, die hinter einem Netzanschluss betrieben werden, hinter dem auch mindestens eine steuerbare Verbrauchsanrichtung betrieben wird, ab dem Zeitpunkt, wenn, und das ist schon passiert, dass BSI sagt, dass die Dinger eingebaut werden dürfen, und ab dem Zeitpunkt in Betrieb genommene Anlagen, also keine alten Bestandsanlagen, sondern nur neue Anlagen, mit einer technischen Einrichtung ausgestattet werden, bla bla bla, die mit Smart Meter Gateway verbunden ist, also ein intelligentes Messsystem ist. Hier steht also, Anlagen mit 25 Kilowatt und mehr müssen ein intelligentes Messsystem kriegen, aber das ist, glaube ich, noch nicht alles. Und genau hier, vorbehaltlich abweichende Vorgaben. Anlagen mit einer installierten Leistung von mehr als 7 Kilowatt. Das ist nämlich der Punkt, der ja auch diskutiert wurde. 7 Kilowatt. Und höchstens, also das ist jetzt alles, was zwischen 7 und 25 liegt. Was ist hier der Unterschied? Ich hätte noch einen Messstand in Verbindung mit Anlagen ausgestattet, die das können. Und über so eine Gateway in Schutzprofilen abrufen können. Es gibt hier Detailanpassungen, die ich gerade noch nicht komplett durchblickt habe. Ich würde aber jetzt mal interpretieren, Anlagen ab 7 Kilowatt kriegen ein intelligentes Messsystem, aber es gibt wohl verschiedene Ausnahmen. Muss ich mir im Detail dann auch nochmal anschauen. Ist auf jeden Fall schon mal eine Entspannung, weil 1 Kilowatt wäre wirklich krass gewesen. Das wäre für viele kleine Anlagen der Tod gewesen. Die hätten sich nicht mehr wirtschaftlich halten können. Auch wenn natürlich die Verbindung mit dem intelligenten Messsystem super ist. Na, also diese Steuerbarkeit ist ja toll. Das wollen wir ja auch. Aber die Kosten müssen ja von irgendjemandem getragen werden. Und diese kleinen Einspeisanlagen können das nicht erwirtschaften. Dann haben wir noch verschiedene andere Regelungen rund um eben die intelligenten Messsysteme und diese Einbaupflicht.
viele, viele Details, das müssen wir uns dann erstmal anschauen, wenn es soweit ist. Das ist ja immer noch ein bisschen der ganze Kontext. Ah ja, hier haben wir einen auch nochmal ganz wichtigen Punkt. Die Teilnahmepflicht an Ausschreibungen, um da EEG-Förderung zu bekommen. Da gab es bisher die Regelung, ab der Größe von 750 Kilowatt müssen Solaranlagen daran teilnehmen. Das ist dann schon eine größere Solaranlage. Jetzt gab es dann zwischendurch die Regelung, ab 500 Kilowatt müsste man an diesen Ausschreibungen teilnehmen. Und 500 Kilowatt, das ist zwar immer noch viel, aber das ist jetzt nicht so unfassbar viel. Das heißt, es würden schon viele, viele, viele brauchbare Anlagen nur dann gebaut werden, wenn sie über eine Ausschreibung einen Zuschlag bekommen. Das ist ja jetzt nicht hilfreich. Wir wollen viel Zubau. Wir wollen möglichst wenig Hürden haben. Also wurde auch das tatsächlich hier rausgenommen und es ist wieder erst ab 750 Kilowatt eine Ausschreibung zu machen. Das heißt, alle mit einer installierten Leistung bis 750 sind ausgenommen von der Erfordernis, an diesen Ausschreibungen teilzunehmen. Das ist natürlich super hilfreich. Verschiedene weitere Details, die wir jetzt wirklich nicht hier unbedingt durchgehen wollen und müssen, weil das Video wird schon lang genug und wir sind trotzdem noch nicht mal bei Seite 50 angekommen. Also ihr seht, hier gibt es wirklich viele, viele Details. Gibt es dann nur teilweise auch sogar Anpassungen von den Mengen, die ausgebaut werden sollen pro Jahr. Da gibt es ja wirklich Ausbaukorridore, die festgelegt sind für jedes Jahr. Das soll auch teilweise noch angepasst werden können durch verschiedene Beschlüsse, die dann aus der Bundesregierung kommen können. Also das ist auch hier wohl als Grundlage in die Gesetzgebung mit reingenommen, dass man sich so ein bisschen weitere Entscheidungsmöglichkeiten mit reinnimmt, die nicht unbedingt als Gesetz kommen müssen, sondern einfach als Beschluss der Bundesregierung oder teilweise wohl auch über Verordnungen. Dann gibt es da teilweise noch wichtige Punkte rund um den Bau von Windanlagen in der Nähe von Kommunen und dann eben die finanzielle Beteiligung von Kommunen. Und hier gibt es wohl auch jetzt wieder Anpassungen, dass eben innerhalb bestimmter eines bestimmten Umkreises um diese Kommune Zahlungen an diese zu kommen haben unter bestimmten Voraussetzungen und bestimmten Zahlungspflichten. Das ist ja auch ein Thema gewesen, was lange diskutiert wurde. Schaut euch da die Details im Zweifel auch wirklich selbst nochmal an. Ich glaube, es lohnt sich jetzt nicht, dass ich hier einfach durchscrolle und versuche, wichtige Themen zu sehen. Wir sehen, es gibt genügend Sachen, die sich angepasst haben, die sich wirklich hier ändern. Und da solltet ihr mal selbst reinschauen oder wartet drauf, dass der Beschluss durch ist. Und dann werden wir wirklich Details für Details für Details hier auf den Kanal draufwerfen. Sicherlich auch nochmal auf unseren Energiekram-Podcast eine längere Folge packen und vielleicht auch den ein oder anderen Blogpost. Und vielleicht wird daraus auch nochmal sowas wie ein E-Book oder ein kleiner Online-Kurs. Ihr seht auf jeden Fall, wir haben hier unglaublich viele Sachen, die noch angepasst werden, geändert werden. Wir sind immer noch nicht bei Seite 200 angekommen, also wirklich einiges. Schaut euch das im Zweifel mal wirklich selbst an und guckt euch nach den Themen um, die euch am stärksten interessieren. Wir verlinken sowohl die Übersichtsseite vom Bundestag als auch dieses spezielle Dokument unten in der Videobeschreibung, in der Infobox. Habt ihr Fragen oder Anmerkungen grundsätzlich zu jetzt dem aktuellen Stand? Gerne auch unten in die Kommentare packen. Ansonsten wie immer, like das Video, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.